Metal-Leute, Serplen hier. Heute geht's um diese ganzen alten Cartoons, so wie Cosmo und Wanda und Co., die einfach heutzutage nur noch ausgeschlachtet werden und immer beschissener werden. Also, für die, die es nicht wissen, weil sie einfach keinen Fick mehr auf alte Cartoons geben, die werden halt einfach noch immer gemolken von so Sachen wie Nickelodeon und so, die bringen halt immer noch neue Cosmo und Wanda Folgen raus. Nur sind die halt nicht richtig nice, spicy, sondern eher scheiße, was habt ihr genommen? Nein, das ist nicht cool, so. Jetzt gibt's nicht nur Timmy Turner, jetzt gibt's auch noch irgendein Girl und irgendwie, die haben Hund reingebracht, der Hund ist weggekommen oder, oh. Nickelodeon. Warum? Ich meine, ich weiß warum. Die gehören zu Viacom und das ist das kleinste Fernsehunternehmen in der USA. So. Die müssen halt das melken, was einmal erfolgreich ist. Aber nee, macht doch einfach das weiter, was funktioniert. Bringt die ganzen alten, beliebten Charaktere wieder und macht nicht irgendwelche neuen. So. Ihr verscheucht einfach nur Zuschauer, die vielleicht sogar noch einfach an diesem alten Nostalgiegefühl interessiert sind, aber nicht die ganzen alten Folgen schauen wollen. Ihr verscheucht die einfach komplett, indem ihr immer wieder neue Charaktere reinbringt, die Witze super beschissen und auf kleine Kinder abgezielt macht und so. Also ist auch das gleiche mit SpongeBob, so. SpongeBob war die ersten 3 oder 4 Staffeln, so das war die goldene Ära. Da gab's alles Gute. Ne? Da war noch die Leidenschaft zu fühlen. Wo wirklich alles mit Liebe gemacht wurde. Jede einzelne Animation super detailreich und so. Und ab da ging's dann eigentlich nur bergab mit SpongeBob. So. Ab der, keine Ahnung, 5., 6. Staffel war es dann einfach nur hoch. Diese generische Scheiße, die wir heutzutage haben, die einfach ist so zum Kotzen. Ne? Einfach diese Serie, die man irgendwie als Kind so hart geliebt hat, aber die jetzt einfach noch immer läuft, aber einfach so beschissen geworden ist. Alter, ey. Das ist nicht mehr normal. Das ist nicht mehr normal, was das für Scheiße geworden ist. Was habt ihr mit dem SpongeBob angestellt, den ich gelernt habe zu lieben? So, das ist halt nicht mehr normal, was die da abziehen. Ich meine, die haben einfach die so den SpongeBob einfach komplett aufgetauscht, so. Patrick ist jetzt nicht mehr dieses lustige Dumm, er ist einfach nur noch dieses Dumm. Halt einfach, er hat nicht mal mehr diesen Witz, wenn er irgendwie was Kluges sagt. Er ist einfach durchgehend so, springen Mülltonnen. Oh, ich schlafe vor so einem Stein und fress Sand. Alter, ich könnte kotzen, wenn ich die Scheiße höre. Ganz schlimm. Also, es ist einfach nicht mehr nice. Es ist nicht mehr nice. Leute, kann man ja einfach mal die alten Kinderserien ruhen lassen oder muss man unbedingt immer die Leichen ausgraben und dann nochmal schön Leichenschändungen machen, so, ne? Schön ohne Gleitgel. Ich finde das so zum Kotzen. Ich weiß auch wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. So. Es ist halt einfach wirklich für mich behindert. Einfach nur behindert. Ja, ich will mich jetzt aber nicht dazu mehr äußern. So. Ich habe, glaube ich, meinen Punkt ganz klar gemacht. So. Nickelodeon und Co. Bitte hört auf, die Serien meiner Kindheit zu schänden. Einfach hört auf, sie anal in den Arsch zu penetrieren. Die wollen das nicht. Die wollen cool sein. Ich will nicht Timmy Turner mit irgendwelchen drecksnervigen Szenen verbinden. Oh, und genauso bei SpongeBob. Mensch, das ist dann. Oh.
bitte. Lasst ein Nickelodeon und Co. Lasst einfach die Finger von alten Serien. Naja. Noch einen nice Tag euch. Und keine Ahnung. Deabonnieren. Disliken. Die Glocke deaktivieren. Naja, bleibt toxisch. Bis denn.